In diesem Video lernst du, was sich hinter dem Begriff Venture Capital verbirgt, was die Leute eigentlich machen, die in dieser Branche arbeiten und wie dir der Einstieg ins Venture Capital gelingt. Neben mir sitzt Kevin Johannes Wörner. Kevin hat in Mannheim BWL studiert, hat mehrere Praktika bei verschiedenen VC-Unternehmen gemacht, arbeitet derzeit als Unternehmensberater bei einer der größten Strategieberatungen Deutschlands und ist nebenher ebenfalls Managing Partner von seinem eigenen Startup Accelerator. kevin, vielen Dank, dass Servus. Du hier bist. Hallo. Wir werden jetzt in diesem Interview in erster Linie, wie der Titel schon sagt, über Venture Capital sprechen, aber ihr werdet schnell merken, dass Kevin auch so ein ziemlich cooler und interessanter Typ ist. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel über sein Studium in Mannheim oder über seine Arbeit als Strategieberater, dann schreibt es gerne ebenfalls in die Kommentare. Kevin hat nämlich auch einen eigenen YouTube-Kanal und wird dann ab und zu die Kommentarsektion abchecken und euch auf eure Fragen antworten. Außerdem noch eine wichtige Sache: je mehr Daumen hoch dieses Video bekommt und je mehr Kommentare, desto leichter wird es mir fallen, euch weitere Interviewpartner für solche Interviews bereitzustellen. Von dem her, auch in eurem eigenen Interesse, gebt jetzt am besten direkt einen Daumen hoch, schreibt euer Feedback in die Kommentare und teilt das Video mit euren Freunden. Bis gleich und viel Spaß. Kevin, du hast in Mannheim BWL studiert. Warum? Was war der Grund, dass du dich für Mannheim entschieden hast? Also bei mir war das ein recht einfacher Prozess. Ich hatte ein sehr gutes Abitur und hatte dann die Wahl, wo gehe ich jetzt hin. Frankfurt war für mich immer raus, weil ich aus Frankfurt war und ich wollte unbedingt nochmal irgendwie weiter weg. Ja, jetzt nicht unbedingt total weit weg, aber zumindest nicht die Home City. Und dann ist man natürlich zwischen der Entscheidung privat oder staatlich. Und wir waren nie jetzt in der luxuriösen Situation, dass wir privat so ohne weiteres hätten bezahlen können. Deswegen war privat für mich, wäre dann auch immer dual gewesen. Ja? Mhm. Ich hatte dann eine Stelle bei einer privaten Uni bekommen und stand dann zwischen der Entscheidung, soll ich jetzt privat dual machen, das wäre in meinem Fall mit einer Bank gewesen damals, oder dann hat es eben auch bei der Uni Mannheim geklappt und auch bei ein paar anderen staatlichen Unis. Mhm. Und für mich war dann die Überlegung, ich will so generalistisch wie möglich bleiben, ich will mich nur nicht fokussieren, jetzt in dem Fall auf Banking, sondern ich will gern alle Karten noch offen lassen und dann dachte ich, Mannheim ist für mich die richtige Wahl. Ja. Um alle Optionen offen zu halten, ist natürlich die beste BWL-Uni Deutschlands. Ja, je nachdem, welches Ranking man anguckt, ja, aber natürlich ist Mannheim schon tendenziell immer weiter oben dabei und dann dachte ich, da mache ich nichts falsch. Im Endeffekt, man weiß es nie, bevor man an die Uni kommt. Ne? Ja. Das kommt dann immer darauf an, was für Freunde findet man, was für Mentoren findet man, wie kann man sich vernetzen, was kann man Tolles irgendwie aus der Uni-Zeit machen. Aber jetzt rückblickend, zumindest für mich, war es die richtige Wahl. Ja. Du hast dann ja auch verschiedene Praktika im Venture Capital gemacht, bist da jetzt auch selber tätig. Ja. Wie bist du in diese Schiene hineingerutscht, sage ich mal, oder vor allem auch für die Zuschauer, die jetzt mit Venture Capital noch nicht so viel am Hut haben, erstmal vielleicht die Frage, was genau ist eigentlich Venture Capital? Ja, also Venture Capital ganz grob, im Deutschen Wagniskapitalfinanzierung, worum geht es da? Im Grunde genommen ganz einfach, es geht um Menschen, die Geld haben und dieses Geld Startups zur Verfügung stellen. Startups, junge Unternehmen, die Aussicht haben, sehr schnell zu wachsen. Mhm. Ja? Und was passiert da oder wie ist das Business Model dahinter? Du gibst jetzt zum Beispiel als David, du sagst, du hast irgendwie einen Tausender übrig, ja, und den steckst du jetzt in ein Startup von einem Kumpel, von dem du sagst, der ist mir sympathisch und ich glaube, aus dem wird was und aus seinem Startup. Und für diese 1000 Euro kriegst du meinetwegen 10% an dem Startup. Mhm. Dieses Startup ist, sagen wir mal, irgendwie jetzt gerade 10.000 Euro wert. Ja? Ja. Dein Anteil logischerweise ist 1.000 Euro wert.
und du hoffst jetzt, dass dieses Startup sich im Wert halt vervielfacht. Ja? Mhm. Also dass es nicht mehr 10.000 Euro wert ist, sondern dass die ein gutes Produkt bauen, dieses Produkt gut in den Markt bringen und irgendwie der Wert des Startups von 10.000, sagen wir mal, auf 100.000 wächst. Ja? Was passiert dann mit deinen 1.000 Euro? Die verzehnfachen sich. Diese 1.000 Euro sind dann plötzlich 10.000 wert und du hast somit Gewinn gemacht. Und ja. Das im Grunde genommen ist die VC-Industrie jetzt mal für, also ganz einfach erklärt. Ja. Ja. So, wie bin ich da hingekommen? War keineswegs so, also ich würde ganz stark lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte schon immer den Traum Venture Capital, sondern es war eher so, ich hatte immer den Traum, selbst zu gründen. Mhm. Also ich fand Entrepreneurship immer extrem cool, deswegen auch viele Praktika in dem Bereich gemacht, bei Rocket Internet, bei Epic Companies, alles Unternehmen, die im Grunde genommen nichts anderes machen, als Unternehmen zu gründen, und also Inkubatoren. Und hatte dann so nach der Uni Mannheim aber das Gefühl, hey, irgendwie fühlst du dich noch nicht ready. Ja? Also was hast du jetzt für Optionen? Entweder du machst nochmal einen Master dran, ja, lernst noch ein bisschen weiter, oder du machst irgendwie was Praktisches, was dir auch nochmal so die Grundwerkzeuge der BWL beibringt. Und für mich war das damals die Beratung. Ja? Ich habe gedacht, Beratung, irgendwie 2-3-monatige Projekte, nochmal alle Basics durchkauen, ja, nochmal irgendwie tiefer in Finance einsteigen, tiefer in Accounting einsteigen, in Marketing einsteigen. Und so kam es dann auch, bin ich in die Beratung gegangen und habe während dieser Beratungszeit so ein bisschen die Liebe für diese Projektdiversität entdeckt. Ja? Mhm. Also ich fand es unglaublich cool, nicht nur die ganze Zeit in einem Unternehmen sein zu müssen, sondern alle 2-3 Monate zu wechseln. Ich glaube, ich hatte jetzt in meinen 3 Jahren Strategieberatung 14 Projekte. Ja? Mhm. Und dachte mir dann aber natürlich auch irgendwann, okay, jetzt reicht es auch mal, ja? Zeit für den nächsten Schritt. Und dann habe ich diese Liebe für Startups und Entrepreneurship und diese Liebe für Projektdiversität fusioniert und gesagt, was passt da eigentlich VC? Weil du hast einerseits mit Startups zu tun und bist jeden Tag in Kontakt mit unglaublich coolen Gründern, aber gleichzeitig bist du nicht nur in einem Startup, ja, sondern du hast die Möglichkeit, mit 10, 20, 30 Startups zu arbeiten und hast immer so diese Projektdiversität. Genau, das ist ein Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, zum Beispiel bei Rocket. Wie ist da so der Arbeitsalltag? Also ist man dann quasi nur in einem Startup die ganze Zeit engagiert oder hat man dann quasi einen Überblick über verschiedene Startups, wo die überall investiert sind? Also ich weiß nicht mehr, wie es, also ich bin jetzt seit 3 Jahren raus ungefähr, deswegen weiß ich nicht mehr, ob das immer noch so ist, aber zu meiner Zeit damals gab es das Global Venture Development Programm und das ist ein Programm, was sich so ein bisschen auch an Leute richtet, die sich das so offen halten wollen. Und zwar, was man da macht, ist, man ist alle 3 Monate, oder die Dauer ist, weicht, glaube ich, immer mal ab, aber man ist für einen gewissen Zeitraum in einem Startup, übernimmt da so generalistische Aufgaben und wechselt dann ins nächste Startup. Ah, okay. Das ist aber ein Programm, was Rocket hat. Und der Normalfall ist natürlich, dass du entweder selbst bei der Holding, also bei Rocket selbst, arbeitest und dann bist du halt entweder Marketing-Mensch oder Sales-Mensch oder der Typ für die Finanzen oder sonst was, oder bei einem der Portfolio-Unternehmen von Rocket, und da bist du dann natürlich auch auf eine Funktion beschränkt. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt jetzt bei VC einen einzigen Job, den quasi jeder macht, sondern es ist wie ein anderes Unternehmen, hat ganz viele verschiedene. Genau, ja. Also VC und Rocket ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Rocket kam so traditionell extrem stark aus der Inkubator-Richtung und die haben gesagt, okay, wir sind jetzt ein Unternehmen, was Unternehmen gründet. Mhm. Wir machen nichts anderes. Und jetzt so mit der Zeit haben sie gemerkt, okay, wir müssen unsere Strategie noch ein bisschen adaptieren, wir können das Ganze irgendwie noch ein bisschen finanziell ertragreicher gestalten, und deswegen shiften die jetzt gerade mehr so in die Investorenrichtung. Okay. Ja, also die, da hast du recht, die funktionieren jetzt mehr wie so ein VC, könnte man sagen, oder wie ein Investor, der
nicht mehr selbst die Unternehmen baut, sondern jetzt angefangen hat, einfach Geld in bereits existierende Unternehmen zu stecken. Und da ist es halt jetzt so, da hast du dann schon, wenn du jetzt bei Rocket anfangen würdest, hast du schon deine eine Position. Du bist jetzt nicht so krass ein Generalist, wie du es als Strategieberater bist. Okay. Ja, dass du, sagen wir mal, im einen Projekt bist du plötzlich Spezialist für Ölproduktion, ja, und optimierst dann den Produktionsablauf, und in dem anderen bist du irgendwie der Marketing-Guru für irgendwelche Websites. Okay. So, ja. Was würdest du sagen, abgesehen jetzt mal von der Diversifikation quasi, unterscheidet so ein Job in der VC-Branche, egal ob es jetzt bei einem Inkubator ist oder bei einem Fonds, von so einem ganz normalen Standard-BWLer-Job, sage ich mal einfach, wo du quasi 9-to-5 mehr oder weniger immer das Gleiche machst. Also ist das irgendwie, in der Mittagspause wird immer Tischkicker gespielt, komm mal mit Jogginghose zur Arbeit. Was sind die großen Unterschiede? Ja, also vielleicht, wir können es ja teilen in was ist so, was ist gleich und was ist unterschiedlich. Ja? Also ich meine, was gleich ist, ist natürlich, du hast irgendwie einen geregelten Tagesablauf, ja, du kommst irgendwie, hast eine gewisse Uhrzeit, wann du da bist, so eine gewisse Uhrzeit, wann so normalerweise das Business dann runterfährt. Du bist auch, sagen wir mal, wenn du BWL studiert hast und Finance cool fandest, dann ist das Ganze auch extrem zahlengetrieben. Ja. Sind unterschiedlich je nach VC, aber viele VCs fahren schon sehr detailreiche Finanzanalysen in Bezug auf die Startups, die in diese investieren werden. Und sagen wir mal, so klar, also der es ist dann auch nicht irgendwie so, dass, also es gibt, es ist auch so, dass du irgendwie normal Mittagessen hast mit deinen Kollegen, dass du, weißt was ich, dass du nicht so, also es ist nicht komplett was anderes, ja. Aber ich würde schon sagen, dass es zumindest so in, ich kann jetzt den Vergleich ziehen zu Management Consulting und Investment Banking beziehungsweise Banking kenne ich so ganz gut, und da würde ich sagen, hast du einige Unterschiede, einmal in Bezug auf die so auf die Kultur. Ja? Das hängt damit zusammen, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest. Als Berater oder Investmentbanker sind deine Kunden immer das Top-Management von riesen DAX-Unternehmen zum Beispiel. Ja? Und das erfordert, und das hat natürlich tausend Implikationen. Einmal deine Kleidung, ja. Du kommst natürlich als Berater im Anzug zum Kunden, ja. Von dir wird erwartet, dass du sehr, also dass du ein gewisses Auftreten hast, ein gewisses Standing. Von dir, also sämtliche Implikationen, die sich dadurch ableiten, dass du eben für Top-Vorstände arbeitest. Ja. Ja? Wohingegen im VC arbeitest du, also sind auch unglaublich schlaue Leute, aber du arbeitest mit ganz anderen Menschen zusammen. Ja? Wenn ich im VC-Business zu irgendeinem Startup-Gründer komme, der da mit seinem Hoodie sitzt und du in deinem Berater-Nadelstreifenanzug und da extrem coolen Code programmiert, und ich komme da hin mit meiner Krawatte, dann fühlt er sich schon mal überhaupt nicht ernst genommen. Ja? Und dann denkt er sich, der Gründer denkt sich ja auch, okay, ich hätte jetzt gern jemanden als Support, einen VC als Support, der mich versteht. Und in dem Moment, wo ich da mit dem Anzug komme, weiß der, okay, der Typ versteht mich schon mal nicht. Ja. Insofern, da ist ein Unterschied. Und sonst würde ich sagen, klar ist die Atmosphäre halt auch getrieben dadurch, was du für unterschiedliche Kunden hast. Ein bisschen lockerer so, ein bisschen entspannter. Aber davon sollte man sich nicht blenden lassen. Wenn du in einen großen VC einsteigst, zum Beispiel als Analyst, dann ist es extrem professionelles Arbeitsumfeld. Die Zahlen, die du als Analyst dann analysieren wirst, die Businesspläne, die du baust, die müssen 100% passen. Ja. Du hast Verantwortung, denn auf Basis von diesen Analysen, die du fährst, werden Investitionen getätigt in Millionenhöhe. Und natürlich, ja, also es gibt Unterschiede, aber ich würde sagen, ist auch vieles. Es sind auch viele Gemeinsamkeiten. Okay. Ja. Das ist eine mega gute Antwort gewesen auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die man jetzt auf jeden Fall mitbringen sollte, wenn man in dieser VC-Richtung später mal beruflich was machen möchte? Was würdest du da sagen? Also
wenn du, sagen wir mal, jetzt schon den Traum hast, ins VC einzusteigen, dann solltest du einmal sehr technologieinteressiert sein. Mhm. Also eine Frage, die du in Bewerbungsgesprächen fast immer bekommst, ist so, welche Trends faszinieren dich? Ja? Okay. Da sitzt ein Mensch und fragt dich so, welche Technologien findest du cool oder in welche Startup würdest du investieren? Wenn du jetzt irgendwie 1 Million übrig hättest, wo würdest du es reinstecken? Und insofern muss man schon jemand sein, der jeden Tag so Quellen wie TechCrunch zum Beispiel liest und sich halt wirklich damit befasst, was sind so die nächsten Trends, die unsere Wirtschaft und unsere Welt formen werden. Und darüber hinaus ist es natürlich gut, wenn du jemand bist, der gut mit Menschen kann, ja, der irgendwie Zugang zu Menschen findet, dann zum Beispiel zu Gründern, mit denen irgendwie ein gutes Verhältnis aufbauen kann, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen wie ein guter Investmentbanker oder Berater das auch hat, auch die Analysen sauber fahren kannst. Ja? Okay. Also dass du schon so ein Typ bist, der nicht nur extrovertiert hier irgendwie auf den Partys rumläuft. Also sowohl Empathie als auch Zahlenmensch. Genau, ja, also es muss eine gute Mischung sein. Und dann hast du die besten Voraussetzungen, um erfolgreich in einem VC einzusteigen. Wie einfach ist es denn überhaupt, als Absolvent beispielsweise jetzt in diese Szene hineinzurutschen? Also wollen die überhaupt Absolventen oder wollen die eigentlich nur Leute, die jetzt zum Beispiel schon IB-Erfahrung haben, die vielleicht schon ein, zwei Startups gegründet haben? Wie sieht es denn da aus? Also es ist tatsächlich nicht so einfach, denn wir haben zumindest in Deutschland die Situation, dass wir nicht so riesige VC-Fonds hier ansässig haben, die dann irgendwie Heere von Analysten und Associates, also die rudimentäre Rangordnung in so einem VC ist, du hast einen Analysten, du hast einen Associate, der ist dann irgendwie schon so ein bisschen ein paar Jahre weiter, du hast einen Investment Manager, der wirklich sagt, okay, hier investieren wir rein, ja oder nein, und dann das Portfolio baut. Und du hast darüber die Partner, die halt, also das ja, quasi das Cash auch reinstecken. Genau, das sind die Big Bosses, ja, das sind die sogenannten General Partner, die diesen Fonds verwalten. Und dann hast du aber auch noch sogenannte Limited Partner. Das sind dann diejenigen, die sagen, wir geben euch das Geld. Ja? Oh, okay. Also es können zum Beispiel Banken sein, es können aber auch Privatpersonen sein, die irgendwie 1 Milliarde haben und sagen, hier, die 50 Millionen, die nehmt ihr jetzt als Fonds und verwaltet die bitte für mich. So, also so ist die Struktur von so einem klassischen Fonds. Und als Absolvent würde man dann natürlich als Analyst einsteigen. Ja? Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, in Deutschland haben wir unglaublich wenig von diesen Analystenjobs, von diesen Analystenstellen. Plus viele dieser Analystenstellen erfordern Berufserfahrung. Ja? Also bei vielen von diesen Analystenstellen steht dabei irgendwie 1-2 Jahre als Gründer oder in der Beratung. Und deswegen ist es gar nicht mal so leicht. Ja? Ich meine, vielleicht gehen wir später noch darauf ein, was ich für Tipps habe für Absolventen, aber es ist tatsächlich schwierig und man muss ein bisschen kreativ sein, zumindest wenn man sagt, als erstes nach meinem Studium will ich direkt in den VC rein. Das merke ich jetzt übrigens auch, das wissen die Zuschauer wahrscheinlich nicht, aber ich bin gerade in der Gründungsphase für einen eigenen Inkubator und Accelerator, den ich in Asien gründen werde, also in Shanghai. Und es ist unglaublich, wie viele Bewerbungen ich jetzt schon bekommen habe. Ja, von Leuten, die sagen, also ich habe Stellenausschreibungen ausgeschrieben und die sind für Analystenstellen in diesem Unternehmen, in diesem Inkubator, den ich gründe. Und da, also es ist unglaublich, wie viele Bewerbungen man kriegt. Ja? Und da habe ich auch gemerkt, wow, normalerweise ist immer so ein bisschen, okay, kriegst du überhaupt Bewerbung für die Stelle und es wird schwierig, da jemanden zu finden. Und jetzt, also wirklich jeden Tag kommen da Bewerbungen rein und ich merke einfach, was es da für ein Rieseninteresse dran gibt an den jungen Absolventen, viele echt extrem coole Profile, in so eine Stelle reinzukommen. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Also was geht dann da ab bei dem Inkubator und auch was ist jetzt ein Inkubator ganz genau?
Okay, also wie gesagt, ein Inkubator ist im Grunde genommen ein Unternehmen, was Unternehmen gründet. Mhm. Ja. Bisschen sowas wie Rocket es in seiner Anfangszeit war. Und der Plan, den wir haben in Asien, ist da einen Inkubator zu schaffen, der Unternehmen gründet, die im Gegensatz zu dem, wie das Rocket gemacht hat, extrem schnell profitabel werden können, mhm. also die nicht so lange Geld verlieren und gleichzeitig extrem unassetlastig sind, also extrem schnell skalierbar sind. Ja. Okay. Und wir glauben, dass es in Asien ganz cool geht, weil in Asien ist die VC-Branche gerade am explodieren. Mhm. Und wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, in Asien als Gründer tätig zu werden, dann ist wahrscheinlich jetzt. Insofern bin ich gespannt. Jetzt, also sozusagen der zweite Teil dieser Gründung ist, ein Accelerator zu schaffen. Das ist sehr ähnlich dem, was ich jetzt schon hier in mhm. Berlin gegründet habe. Das heißt, ein Unternehmen, was bestehenden Startups, die es schon gibt, Support gibt in Form von Räumlichkeiten, in Form von Expertise, auch in Form von Geld, damit diese Startups schneller wachsen können. Okay, also wir haben Inkubatoren, wir haben Accelerators. Was für Themen, was für verschiedene VC-Arten gibt es denn sonst noch so? Ja, gute Frage. Also es gibt tatsächlich einen riesen Haufen an verschiedenen VCs und Spezialisierungen etc. Was da hilft, ist so ein bisschen die ganz kurze Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Also mhm. Du hast eigentlich drei Phasen in der VC-Geschichte, wenn wir es so nennen wollen. Ja, du hattest von 1980 bis 1995 VCs, sagen wir mal, das war so die Handwerker-Ära. Da waren VCs noch extrem klein, wenig Aufmerksamkeit auf der VC-Branche und alles war so in seinem Anfangsstadium. Mhm. Ja. Dann 1995 bis 2010 war so die Expansionsphase. Ja, wahrscheinlich auch mit der Tech-Bubble. Genau, also mhm. da war die Tech-Bubble, die Bewertungen sind extrem gestiegen, die Fonds sind immer größer geworden, mhm. ja, immer mehr Millionen, die da verwaltet wurden, auch immer mehr Aufmerksamkeit auf der Branche. Ja. Du hattest dann erstmals viele Zeitungsartikel, die darüber berichtet haben und so weiter. Und jetzt 2010 bis, keine Ahnung wann, irgendwann ein Punkt in der Zukunft, ist so ein bisschen die Diversifizierungsphase. Mhm. Also du siehst jetzt, dass wir ganz viele verschiedene Arten von Fonds haben, die sich da bilden. Ja, einmal mit einem zeitlichen, also Investmentphasenfokus. Manche gehen auf Pre-Seed. Mittlerweile gibt es schon Pre-Seed-Phasen VCs. Manche gehen auf Seeds, Series A etc. Also mhm. wie alt ist das Startup? Mhm. Mit anderen Worten, du hast Corporate VCs, sogenannte CVCs. ProSieben oder? Also zum Beispiel von irgendwie Siemens oder sonst was, mhm. die dann eigene VC-Strukturen in ihrem Unternehmen haben. Du hast sowas wie Acceleratoren, die selbst eigentlich meistens gar nicht selbst investieren oder nur in ganz wenig, also nur kleine Summen. Und also das ist so eine Diversifizierungsphase, in der jetzt einfach sozusagen es tausend Arten von VCs gibt. Ja. Oder zum Beispiel diesen riesen Softbank Fund, ja, 100 Milliarden Dollar, glaube ich, verwalten die. Ist unglaublich, ja. Also es gibt schon so ein paar Milliardenfonds, die irgendwie 1-2 Milliarden verwalten, aber 100 Milliarden, das hat es wirklich noch nie gegeben. Ja, und deswegen, man sieht, also die Landschaft ist jetzt unglaublich divers. Mhm. Und deswegen die Frage jetzt, was gibt es für Arten, ist so ein bisschen, ja, was kann man gar nicht so einteilen wahrscheinlich, auch weil sich genau. immer neue wieder entwickeln. Ist also so ein bisschen, wie du fragst hier, was gibt es für Arten von Schülern in einem Klassenraum? So, ja? Ja, kannst du jetzt auf ganz verschiedene Weisen mhm. schneiden. Ne? Du kannst fragen, ja, es gibt welche, die sind groß, welche, die sind klein, gibt welche, die sind dick, dünn, gibt welche, die sind irgendwie haben schwarze Haare. Dann, also so, genauso ist die Frage, ja, was gibt's für VCs? Du kannst auf ganz viele verschiedene Arten diese VCs kategorisieren. Mittlerweile viel zu viele Arten, um ja. irgendwie noch den Überblick zu bewahren.
That being said, um jetzt nochmal so den Strich drunter zu ziehen, für jemanden, der das jetzt vielleicht schaut und sich fragt, so, ja, okay, wo soll ich mich jetzt bewerben? Ja, das bin jetzt irgendwie nicht schlauer geworden durch die Antwort. Wenn ich jetzt herangehen würde und mich bewerben müsste, dann würde ich mich eigentlich zwei Sachen fragen. Einmal, was ist der Industriefokus? Ja? In welche Unternehmen, aus welcher Industrie investieren diese VC-Leute? Ist das jetzt Biotech, ja, oder Fintech oder vielleicht ein bisschen breiter Consumer, ja, oder nur B2B? Also es gibt ganz verschiedene Industriefokus, die diese VCs haben. Das würde ich mich fragen, wo habe ich da Bock drauf? Und zweitens, an welcher Stage investieren die? Ja, also wie jung oder alt sind diese Startups, in die dieser VC investiert? Und da gibt es dann zum Beispiel, also das nennt man Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C und so weiter. Das sind die verschiedenen Stages. Und dann gibt es Startups, die gehen nur auf Pre-Seed. Ja, das wären wirklich irgendwie vielleicht hier zwei Studenten an der Goethe-Uni, die gerade vor zwei Monaten eine coole Idee hatten und jetzt, also vielleicht gerade nur noch so den Businessplan schreiben, aber noch kein Produkt haben, keine Kunden, kein nix. Oder habe ich Bock auf irgendwas, wo dann schon ein größeres Team da ist. Ja, irgendwie Series A ist dann schon ein Team da, die haben schon ein Office, die Strukturen sind da, du weißt, wie das Produkt aussieht, vielleicht ist das Produkt sogar schon da und die ersten Kunden sind da. Ja, also das würde ich mich die zwei Dinge, genau, das sind die zwei Dinge, Industrie und was ist der Phasenfokus. Also da wir gerade zu den Leuten sprechen, die sich eventuell für VC interessieren, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, jetzt als Student oder vielleicht noch als Abiturient, wenn man weiß, okay, ich will jetzt BWL studieren, ich will in VC reinkommen, sein Profil so ein bisschen zu schärfen? Also gibt es irgendwelche Praktika, die man machen kann, universitäres Engagement, sonst irgendwas in die Richtung? Ja, also es ist eine sehr gute Frage, weil das ist wirklich der Punkt, der dann entscheiden wird, ob du es direkt nach der Uni in den VC schaffst oder nicht, ist genau dieses ganze Engagement, was jetzt neben der Uni dann schon laufen muss. Ja. Und du hast im Grunde genommen, können wir sagen, du hast zwei Möglichkeiten, entweder ganz theoretisch daran gehen oder ganz praktisch. Ja. Theoretisch wäre sowas wie mich nebenbei einlesen. Ja. Ja. Es gibt ganz viele extrem gute Bücher über die VC-Industrie. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch welche unten in der Beschreibung verlinken, Mann, oder so, die man alle gelesen haben sollte. Es gibt eventuell an eurer Universität Kurse, die sich mit VC beschäftigen, ob die jetzt Teil eures sozusagen Studienplans sind oder nicht, ihr euch da einfach mal dazusetzt, keine Ahnung, ja, aber es gibt von der Stanford Business School gibt's extrem gute Online-Kurse, ja, die nur über VC reden, wo du dann am Ende sogar ein Zertifikat bekommst. Es kostet ein bisschen was, ja, aber du hast am Ende kannst du hingehen zu jemandem, kannst sagen, guck mal hier, ich habe diesen Kurs gemacht, abgeschlossen, ich weiß, wie die Industrie funktioniert. Und das unterscheidet dich dann eben von vielen anderen Bewerbern. Gell? Wenn absolut. Wenn du sowas auf dem Lebenslauf hast und sonst die gleichen Noten und so weiter und der andere hat es nicht, dann lädt der VC eher dich zum Interview ein als den anderen. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. So, auf der anderen Seite hast du jetzt den ganzen praktischen Teil, ja, wo du sagen kannst, oder wo du dich vielleicht als erstes fragen solltest, was ist eigentlich das, was ein VC am coolsten findet, so als sozusagen als Bewerber. Und da ist die einfache Antwort, am besten ist es, wenn du ein Startup gegründet hast und für dieses Startup sogar Funding bekommen hast. Ja? Also wenn du das jetzt hinbekommst, dann congratulations, du wirst bei jedem VC mit Kusshand genommen. Ja? Insofern, jetzt vielleicht sollte das jetzt nicht das erste Ziel sein, ja? Weil es ist natürlich schwierig, ein gutes Startup zu gründen und da auch noch Funding zu bekommen. Aber man kann sich fragen, sollte ich nicht vielleicht doch ein kleines Side-Project neben der Uni starten? Ja, vielleicht irgendwie businessmäßig aktiv werden. Ja, irgendwie was verkaufen oder was Cooles, Kleines gründen, irgendwie einen Club oder sonst was. Ich habe damals eine Studierendeninitiative gegründet an meiner Uni,
in Mannheim, habe dann da zum Beispiel Talks organisiert. Da haben wir dann auch VCs eingeladen, die irgendwie von ihrer Erfahrung... Da steht direkt der Kontakt. Genau, und so kommt dann eins zum anderen, du kommst mit den Leuten in Kontakt. Ja. Also wirklich mal überlegen, wie komme ich so aus meiner eigenen Comfortzone raus und kann ich nicht doch vielleicht irgendwie so ein kleines Projekt nebenbei starten. Ja. Weil viele Leute unterschätzen sich da und unterschätzen eigentlich, wie viel sie erreichen können, wenn sie sich wirklich mal dahinter klemmen. Ja. Ja. Und dann ist, also das ist das eine, ja, irgendwie vielleicht praktisch drüber nachzudenken, kann ich irgendwas gründen, was Kleines, was Großes. Oder wenn man sagt, okay, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit oder gar keine Ahnung von, wenigstens vernetzen. Ja. Mhm. Also wenigstens mal auf LinkedIn gehen, die Leute raussuchen, die man interessant findet, die so im VC-Bereich tätig sind, irgendeinem Analysten mal schreiben, einem Associate mal schreiben, vielleicht mit dem Hinweis, guck mal hier, ich habe da, bin mit 5 Startups in Kontakt, die alle super interessant sind, ich könnte dir die vorstellen oder so. Ja, also mit anderen Worten, immer einen Mehrwert bieten, ja? Nie zu den Leuten hingehen und sagen, ey, kannst du mir bitte... ein Praktikum klären. Ja, genau. Also hast du ein Praktikum für mich oder kannst du mal bitte hier irgendwie dich mit mir eine halbe Stunde für einen Kaffee zusammensetzen und am besten am Ende zahlst du auch noch den Kaffee, das wäre sehr nett. Sondern halt immer einen Mehrwert bieten. Mhm. Ja. Und dann das Letzte, was du jetzt schon gesagt hast, klar, Praktika. Ja, wenn du es irgendwie schaffst, ein Praktikum in einem VC zu machen, was dann natürlich auch schwierig ist, ja, aber wenn du es schaffst, extrem cool, Chapeau, ist ein super Schritt, um dann auch mit diesem VC langfristig in Kontakt zu bleiben und zu sagen, ey, vielleicht kann ich bei euch einsteigen. Also auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für diese sehr ausführlichen Antworten. Ich denke, das wird jedem Zuschauer, egal ob er an VC interessiert ist oder nicht, enorm viel weiterbringen. Zum Abschluss, Kevin, noch eine letzte Frage, auch nochmal so an alle Zuschauer, egal ob sie jetzt in VC starten wollen oder nicht. Hast du aus deiner bisherigen Berufserfahrung, du bist jetzt ja schon ein paar Jahre im Berufsleben, hast verschiedene Bereiche und so weiter, verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt, hast du da ein, zwei wirklich wichtige Erkenntnisse gewonnen, die du jungen Leuten, Abiturienten, Studenten mit auf den Weg geben kannst? Ja, also ich habe 2 Tipps und beide haben mit dem wichtigen Faktor Zeit zu tun. Und der eine ist jetzt mal ganz praktisch etwas und der andere ist so ein bisschen philosophischer. So, ja. Das erste, als junger Student hat man oftmals, zumindest bei mir war das so, den Traum extrem viel zu sehen. Ja? Ja. Deswegen entscheiden sich ja auch viele für die Beratung oder finden das super cool, weil man eben auf vielen verschiedenen Projekten ist und so. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier mal 2 Jahre zu arbeiten, da dann 2 Jahre zu arbeiten, da dann 3 Jahre und dann zu entscheiden, okay, wo fand ich es denn jetzt wirklich cool und wo schlägt mein Herz? Und jetzt kommt der Tipp, macht euch früh genug einen Plan, wie das genau aussehen soll, ja, was ihr sehen wollt und in welches Unternehmen ihr als nächstes rein wollt. Denn was passiert ist, man unterschätzt, wie lange es dauert, bis man in diese neue Funktion, in diesen neuen Schritt gehen kann. Ja? Ja. Jetzt mal ganz plakativ, weil ich es gut kenne, in der Beratung. Ja? Der Klassiker ist ja, man sagt, hier, guck mal, ich gehe jetzt 2, 3 Jahre in die Beratung und dann mache ich einen Exit, mache ich was Neues, Cooles. Wenn du den Plan hast, 2 Jahre in die Beratung zu gehen, musst du fast schon nach einem Jahr dir überlegen, was ist mein nächster Schritt? Musst du fast dann schon anfangen, mit Headhuntern langsam zu reden, mit Recruitern zu reden. Denn die Mühlen mahlen langsam in manchen Unternehmen und es dauert schon, bis du herausfindest, wo willst du genau hin, ja, wie ist die Kultur in dem Unternehmen, was für ein anderes Unternehmen macht mir vielleicht auch ein Angebot, ja, was kann ich mit denen raushandeln und so. Und das dauert alles extrem lange. Deswegen, wenn man jemand ist, der sagt, ich will so, wenn ich jung bin, extrem noch ein paar Mal wechseln, verschiedene Unternehmen sehen, dann wirklich muss man einen sehr guten Plan dafür haben. Okay. Ja. Wer viel wechseln will, muss auch viel planen. Ja. Bringt mich zum zweiten Punkt. Im Grunde genommen, was wir gesagt bekommen als junge Absolventen oder als junge Studenten ist, guck mal, du bist so jung, dir steht die gesamte Karriere bevor,
du hast noch so viel Zeit, mach dir gar keine Sorgen, ja, mach erstmal langsam. Ich will keinen verunsichern, aber ich persönlich glaube, und ich merke auch in meinem eigenen Leben, die Zeit vergeht unglaublich schnell und ehe du dich versiehst, bist du dann bei so einem Meilenstein wie 30, ja, für viele der jüngeren Zuschauer hier gar nicht vorstellbar, dass da plötzlich eine 3 vor der Zahl steht, ja, und denkst dir so, oh, ich hatte diese 10 Ziele in meinem Leben bis zu diesem Punkt und da sind ja doch noch nicht alle erfüllt, ja, und dann kommen so Sachen hinzu wie Familienplanung, ja, eine feste Wohnung, vielleicht eine eigene Wohnung etc. und so, und dann die Freundin und, oder der Freund und so, und deswegen, man sollte wirklich schauen, dass wenn man jung ist, wenn man noch diese hohen Ambitionen hat, ja, diese hohen Ziele sich gesteckt hat, dass man dann auch wirklich reinhaut und sich nicht sagt, hey, ich habe noch Zeit, ja, die nächsten 20, 30 Jahre kann ich immer noch rocken, könnt ihr auch, aber bitte verfallt nicht in diesen Irrglauben, dass irgendwie das ewig Zeit ist und man sich ausruhen sollte, denn wenn wir eins haben sollten, ja, dann ist es Respekt vor dieser kurzen Zeit, die wir hier auf der Erde und in der Goethe-Uni wandeln und uns wirklich jedes Mal wieder bewusst werden, dass wir in dieser kurzen Zeit irgendwas was möglichst Cooles, was möglichst Wertvolles aufbauen sollten und daran immer denken. Das waren sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss, Kevin. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Abonniert unbedingt seinen Kanal. Er hat einen Kanal, da gibt es zwei englische Tipps, aber die sind auf Englisch natürlich nochmal so nochmal besser als jetzt hier in dem deutschen Video. Kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr uns beiden einen Gefallen tun wollt, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt euer Feedback in die Kommentare, weil dann wird es auch mir viel leichter fallen, weitere solche tollen Interviewpartner wie Kevin für solche Interviews zu gewinnen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße von David und Kevin. Ciao. Ciao, ciao.